Ja, also herzlich willkommen bei Public Function Connect. Also es ist ja ein überschaubarer Rahmen jetzt. Ja, wir machen es trotzdem, denke ich. Also ich habe mich vorbereitet und ich freue mich, wenn es ein paar Interessierte gibt für wertschätzende, verbindende Kommunikation. Es glaube ich, nur zwei Vorträge, die nichts mit Joomla zu tun haben, da am Joomla Day. Ja, ein Experiment. Ich freue mich dann einfach auch über eure Rückmeldungen, was so bei euch angekommen ist. Ich versuche es möglichst konkret zu machen, ein paar Beispiele und vielleicht auch, dass ihr Lust darauf bekommt, sich einmal Kommunikation ja, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wem sagt denn das Wort oder der Begriff gewaltfreie Kommunikation was? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ohne zuzuhören und zu reden, oder? Bitte, ohne? Ohne zuzuhören und zu reden. Ohne zuzuhören zu reden, ja. Jetzt ist der Begriff ja eigentlich ein bisschen unglücklich gewählt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass es gewalttätig. Also es geht nicht darum, dass man gewalttätig ist. Es kommt aus dem amerikanischen Nonviolent Communication oder englischen. Und das ist einfach ein Begriff, der dafür verwendet worden ist. Also mir gefällt ja verbindende oder wertschätzende Kommunikation eben viel besser. Kommt allerdings oder basiert auf dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Aber da werde ich dann noch drauf eingehen. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen. Das kennen vielleicht auch manche, also es ist eine Situation, es ist dunkel, ein Mann ist am Boden und gesucht irgendwas, also ist da so unter einer Straßenlaterne und sucht was, und es kommt ein anderer Mann oder ein Polizist vorbei und fragt, ja, was machen Sie denn da? Und er sagt, ja, ich suche was. Er sagt, ja, was suchen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe vorher meinen Schlüssel verloren. Und er sagt, na, wo haben Sie denn Ihren Schlüssel verloren? Und sagt, na, da drüben habe ich den verloren. Und sagt dann, naja, warum, wenn Sie da drüben den Schlüssel verloren haben, warum suchen Sie dann hier? Ja, weil ich hier besser sehen kann. Und das ist das, was in unserer Kommunikation ja auch oft so ist, dass man eigentlich dort gar nicht sucht, wo man es vielleicht finden könnte. Also, dass man eigentlich an der falschen Stelle sucht. Ja, und ihr braucht jetzt vielleicht gerade die Orientierung. Wer ist denn die da vorne steht und was macht die am Joomla Day? Genau, also mein Name ist Sigrid Gramlinger. Ich mache Webseiten mit Joomla seit 2005. Habe die Joomla User Group Wien mitgegründet und den Joomla Day Österreich mit initiiert und habe auch schon am Joomla Day mehrere Vorträge immer so zum Thema Just Joomla gemacht und werde auch morgen noch einen zum Thema Kontaktformular machen. Und beschäftige mich seit eigentlich 2012 mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation oder eben wertschätzende Kommunikation. Zuerst auch eher im Privaten und habe dann irgendwie gemerkt, dass es auch einfach in meiner Arbeit, Kundenbeziehungen, in Konflikten, in unklaren Situationen einfach irrsinnig hilfreich ist, sich das Ganze aus einem anderen Blickwinkel anzusehen und Sachen anders zu formulieren. Genau, es geht eben um die Qualität in den Kundenbeziehungen. Und es geht mir auch ganz oft einmal bewusst machen, warum mache ich dann das jetzt eigentlich? Oder warum ist das denn jetzt eigentlich so? Verbindende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ich habe schon gesagt, das wird oft im Zusammenhang mit Giraffen auch dargestellt. Der Marshall Rosenberg hat so mit Giraffen und Wölfen zum Teil gearbeitet, so als Beispiele. Und angeblich hat er die Giraffe deswegen gewählt, weil das das Landlebewesen mit dem größten Herzen ist. Also es geht so um eine persönliche Verbindung, und es hat dem eigentlich nichts mit Gewalt an sich zu tun, sondern eine andere Möglichkeit, mit Menschen in Verbindung zu sein und gerade eben sich effektiv auszudrücken, für sich selbst einzustehen und gleichzeitig aber den anderen ernst zu nehmen. Und das sind manche sehen es eher so auch als Lebenseinstellung, für manche ist es einfach nur ein Werkzeug oder ein Tool, und es kann auch einfach eine Kompetenz sein, die man hat, mit der man kommunizieren kann. Es geht um Wertschätzung und Menschlichkeit. Und was auch wichtig ist, mein Gegenüber muss eigentlich nicht wissen, was gewaltfreie Kommunikation ist. Also es geht nur darum, dass mir das bewusst ist, um was es geht. Ich habe dann ein paar Beispiele drinnen, die werden wir dann ausprobieren. Zuerst noch kurz zum Marshall Rosenberg. Er ist immer aufgewachsen in Detroit, in einer Umgebung, die von Rassenunruhen geprägt war. Er hat sich dann auch aus dem Grund der Umgebung, in der er aufgewachsen ist, sich entschlossen, also er wurde dann Psychologe, er hat studiert und ist Doktor der Psychologie geworden. Und für ihn war die Kommunikation
als friedliche Alternative zu Gewalt. Also wie, es kann ja nicht die einzige Lösung sein, dass sich da alle ständig irgendwie auf den Schädel hauen. Und er hat dann eben die gewaltfreie Kommunikation entwickelt und zu Beginn hauptsächlich Mediation eingesetzt und auch zur Vermittlung von Kommunikationsfähigkeiten. Also wie kann man kommunizieren? Und er hat dann in das Center for Nonviolent Communication gegründet, das jetzt auch immer noch sehr aktiv ist und wo es einfach auch weltweit Trainings gibt, Ausbildungen für Trainer und ja, verschiedenste Sachen. Er hat auch viel mit Gefängnisinsassen zum Beispiel gearbeitet und auch in ehemaligen Kriegsgebieten oder in Kriegsgebieten wie Israel mit dem Palästinenserkonflikt, im ehemaligen Jugoslawien und solchen Gebieten, also da war das auch sehr. Ja, und die zwei Teile der gewaltfreien Kommunikation oder wertschätzenden Kommunikation ist, sich einfach selbst mit den vier Schritten, die ich danach auch zeigen werde, auszudrücken und aber auch den anderen empathisch zu hören, also zu hören, was ist eigentlich bei dem anderen los. Und das ist so eine Schleife eigentlich. Also es geht so vom Ich zum Du, also empathisch zum anderen hören und dann auch wieder zurück und dann auch selbst bei sich zu hören, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, warum bin ich jetzt eigentlich sauer oder was ist jetzt da eigentlich los? Und ja, oder zum Beispiel ein Arbeitskollege, der sich mehr Gedanken über Details macht als ich, würde ich sagen, der ist pingelig oder das ist irgendwie mühsam, mit dem zu arbeiten. Und wenn aber ich mir mehr Gedanken über Details mache, dann wird der wahrscheinlich, oder dann würde ich über den denken, dass der ist schlecht organisiert und schlampig. Also das wird dann irgendwie, wäre dann irgendwie auch nicht so. Also man wird sich halt gegenseitig zu verurteilen und solche Sachen. Oder wenn ich also nicht quasi gefaltfrei unterwegs bin, dann würde ich jemanden dazu bringen wollen, was zu tun. Also ich will den anderen, dass es so macht, wie ich das will, aber nicht, weil er das vielleicht auch will. Und dann habe ich eben keine Verbindung eben zu meinen Bedürfnissen und ich bin auch nicht bei dem anderen Menschen. Also es ist so, diese Verbindung ist dann nicht da, wenn ich auf den anderen, ja. So, und Beispiele. Eins, das sich so ein bisschen durchziehen wird, ist so ein Kunde, der zu mir sagt, sie machen sowieso nie das, was wir wollen. Also da gibt es natürlich wahrscheinlich eine Vorgeschichte und dann irgendwann ruft der komplett sauer an, sie machen ja sowieso nicht das, was wir wollen, sondern ich mache das, so wie ich das möchte. Oder der Projektpartner oder so. Das wäre so ein Arbeitskontext, da gibt es wahrscheinlich unzählige andere. Ja? Oder das Projekt, jetzt ist immer noch nicht fertig. Und sich solche Situationen für sich selbst vielleicht auch anzuschauen. Oder privat, man kommt irgendwie schon recht oft spät nach Hause und dann empfängt einen der Partner oder die Partnerin, es ist schon wieder so spät, bin ich dir nicht wichtig genug? Oder also ja. Und dann auch zu schauen, okay, was kann man denn, wie kann man den anderen dann begegnen, ohne, also mit solchen Aussagen, wenn ich jetzt sage, sie machen ja sowieso nicht das, was wir wollen, dann kommt der andere entweder, er versucht sich zu verteidigen, sagen doch, also wir bemühen uns schon und kommt in eine Verteidigung, oder er geht zum Gegenangriff über und sagt, naja, aber sie machen ja auch nicht das, was ich will, also so, da ist keine Verbindung da, da funktioniert das nicht. Ja, also das soweit zu den Beispielen. Ihr könnt gerne auch eigene Beispiele einbringen, also wenn euch irgendein Konflikt oder so einfällt, dann frage ich nachmal. Was sind denn jetzt diese vier Schritte oder Komponenten, mit denen man sich das so einen Konflikt oder so auch anschauen kann? Das ist erstens eine Beobachtung, also ganz neutral das zu machen. Ich erkläre es dann im Detail. Dann das Befinden, das Gefühl, also bin ich wütend, ärgere ich mich oder ja, bin ich eh total euphorisch und alles ist echt spannend. Welches Bedürfnis steht dahinter? Also was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich Unterstützung? Also sich das anzusehen und dann eine ganz konkrete Bitte zu äußern. Ich habe ein Beispiel, wie dann sowas. Manche sagen, das ist dann so die Giraffensprache, also ich habe da vorhin die Giraffen gehabt, oder einfach so auch in diesen klassischen vier Schritten zu kommunizieren, das könnte sich so anhören. Ich habe die letzte Woche zweimal eine Nachricht hinterlassen, dass du mich zurückrufst, das war jetzt die Beobachtung, das ist ganz klar. Ich habe zweimal angerufen und habe deine Nachricht hinterlassen, damit du mich zurückrufst. Das Gefühl wäre dann, jetzt bin ich verärgert, weil du hast mich hier nicht zurückgerufen, und das Bedürfnis wäre vielleicht nach Verlässlichkeit, weil mir ist Verlässlichkeit wichtig. Und die Bitte wäre dann aber, kannst du mir sagen, was los war? Also warum hast du mich nicht angerufen? Und dann weiß der andere, der muss sich nicht verteidigen eigentlich, der kann einfach sagen, ja, es war irgendwie so viel Arbeit.
Und da muss auch nicht gleich zum Gegenangriff übergehen, sondern ich bin da, ich bin einerseits bei mir, bei meinen Bedürfnissen und Gefühlen und ich kann auf den anderen eingehen. Genau, so der erste Punkt, die Beobachtung. Eine Beobachtung soll wirklich was sein, was man quasi von außen sehen, hören, riechen kann, so wie in einem Drehbuch, was man beschreiben kann. Also es sollen keine Bewertungen, keine Urteile, keine Interpretationen sein. Also ein Beispiel für eine Bewertung wäre, du machst nie das, was ich möchte. Wäre ganz klar, der andere wird zum Gegenangriff übergehen oder zu sowas. Oder der Max ist ein unzuverlässiger Projektpartner. Wenn ich sage, Max ist ein unzuverlässiger Projektpartner, was könnte eine Beobachtung sein, die vielleicht die anderen auch gemacht haben? Das wäre, der Max ist zum letzten Projekt-Meeting um 20 Minuten zu spät gekommen. Das wäre eine klare Beobachtung. Das ist ganz neutral, ja. Oder du bist diese Woche schon dreimal um 10 Uhr am Abend nach Hause gekommen. Ja, ich habe gewartet, ich habe nichts gehört. Das wäre immer neutral, weil das können wir andere genauso beobachten. Und sich möglichst auf konkrete Fakten und Handlungen zu berufen, also ganz, ganz klar zu formulieren. Eben aufpassen muss man, wenn Beobachtungen und Bewertungen gemischt sind, weil dann versteht man dann schnell falsch, also das Gegenüber. Genau. Naja, also das war so der erste Schritt, die Beobachtung. Der zweite Teil, das sind die Gefühle oder das Befinden, also wie geht es mir denn gerade? Und das brauchen wir auch, um uns mitzuteilen, damit der andere eigentlich auch weiß, was gerade bei mir los ist. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, also keine Gedanken oder auch sowas wie Pseudo-Gefühle. Zum Beispiel, ich fühle mich als Versager. Da steckt zwar Fühlen drinnen, in Wirklichkeit ist das aber kein Gefühl. Ich fühle mich manipuliert oder ich fühle mich hintergangen. Das wären jetzt alles Pseudo-Gefühle. Also das, wenn ich mich hintergangen fühle, das ist eher was wer anderer macht, ja. Dass der mich nicht ernst nimmt oder dass der nicht hört, dass sich meine Meinung anhört oder so, da wäre ich wahrscheinlich verärgert oder einsam oder was auch immer. Also das ist unterschiedlich dann. Genau, und was sind jetzt Gefühle? Also man kann so die Gefühle einteilen in Gefühle, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind und in Gefühle, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Also wenn sie nicht erfüllt sind, dann wäre ich besorgt, nervös, traurig, ungeduldig. Je nachdem, also kann man dann schauen, was für einen gerade passt. Da gibt es dann auch quasi Listen, wo man sich orientieren kann am Anfang, wenn man sich noch unsicher ist. Oder weil es gibt so viele Gefühlsworte, die wir eigentlich ganz selten verwenden, was eigentlich schade ist. Und Gefühle, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, da tun wir uns oft leichter. Ich bin dankbar, ich bin erfreut, optimistisch, zuversichtlich. Ja, und das, die Gefühle, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, da geht es oft um Wertschätzung. Also wenn ich beim anderen wirklich Wertschätzung mitteilen möchte, dann wenn ich sage, ey, du bist super, da kennt sich der nicht aus, oder? Wenn der sagt, hey, du bist super, dann denke ich mir, ja, und wieso jetzt? Also warum bin ich jetzt super? Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe mir vorher deinen, also Beobachtung, ich habe mir deinen Vortrag angehört und es war irgendwie angenehm zum Anhören und ich war erleichtert, also dann ist das Gefühl und das Bedürfnis, dass die Person vielleicht was gelernt hat, also ich habe was Neues erfahren und mit dem kann ich viel mehr anfangen, als wenn sie mir sagt, hey, du bist super oder das war ein super Vortrag, sondern ich weiß wirklich, was hat es der anderen Person gebracht, also wirklich welches Bedürfnis auch erfüllt worden ist. Und damit wären wir beim dritten, bei den Bedürfnissen. Das ist gerade es gibt so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide auch und der Rosenberg hat so ein bisschen anders Bedürfnisse auch nochmal eingeteilt, strukturiert und hat es ein bisschen anders auch gefasst. Aber Bedürfnisse sind eigentlich so der Motor des menschlichen Handelns. Und in Wirklichkeit, also man sagt zwar, also die Menschen arbeiten, um Geld und Einkommen zu haben und so, aber eigentlich steckt ja viel mehr dahinter. Also will ja, die Menschen wollen ja doch auch Anerkennung, Wertschätzung, Gemeinschaft, gemeinsam was tun, was zu erreichen, irgendwas zu schaffen oder da so ein Juno-Day. Also da ist jetzt da konkret wahrscheinlich keiner da, um da jetzt Geld zu verdienen, sondern wirklich um gemeinsam was zu machen. Also das sind so die Bedürfnisse und eben alles, was wir eigentlich machen, damit erfüllen wir uns Bedürfnisse. Und wenn man sich das auch noch einmal so, also bei Kindern ist es einfacher, die formulieren das noch viel konkreter, bei uns wird es dann oft schon ein bisschen komplizierter. Genau. Und Bedürfnisse sind
um die dann später einfach herauszufinden, Bedürfnisse sind ganz abstrakt formuliert, damit wir sie da als Bedürfnisse verwenden können. Die sind allgemein, also sie sind abstrakte Sachen, man kann es nicht angreifen. Weil jetzt ein Haus wäre kein Bedürfnis, das ich mir erfüllen kann. Geld wäre wahrscheinlich auch kein Bedürfnis. Kann man darüber streiten. Und Bedürfnisse sind eigentlich für alle Menschen. Also es gibt kein Bedürfnis, wo ich sagen kann, das wird nie jemand brauchen. Also ja, ich habe ein paar Beispiele noch mitgebracht. Da gibt es dann auch noch längere Listen im Prinzip dann, wo man sich auch am Anfang orientieren kann. Natürlich sowas wie Ruhe und Schlaf, also ich habe da echt nur ein paar Beispiele rausgenommen. Raum, also wenn ich brauche Raum, weil ich will mich irgendwie auch bewegen können oder ich will auch was zeigen können oder so. Akzeptanz, Effizienz, ich will Vertrauen, Klarheit, auch in der Arbeit natürlich. Ich will wissen, wie ich dran bin, was der andere verstanden hat, also so in diesem Kontext. Also gibt es eben auch verschiedene Einteilungen, aber das ist das, wenn ich von den Bedürfnissen spreche, wenn ich herauszufinden versuche, was jetzt dahinter steht bei jemandem. Um es auch nochmal zu sagen, also werden unterschieden zwischen Bedürfnissen und Strategien. Bedürfnisse sind nicht geknüpft an eine konkrete Handlung. Also jetzt sage ich, ich gehe einkaufen, das ist jetzt kein Bedürfnis. Damit kann ich mir ein Bedürfnis erfüllen, dass ich dann was zum Essen habe oder so, aber das wäre eine Strategie. Bedürfnisse sind auch nicht an bestimmte Personen geknüpft, wenn ich sage, ich brauche Gemeinschaft oder ich brauche Unterhaltung. Das kann ich haben mit einer Person, das kann ich aber auch mit einer anderen Person haben. Das heißt, es ist nicht an eine bestimmte Person geknüpft oder auch nicht an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit. Also das ist immer unabhängig davon, weil sonst wären es Strategien. Und zur Erfüllung von einem Bedürfnis gibt es immer mehrere Strategien. Und das ist auch herauszufinden, was ist eigentlich das Bedürfnis und das nicht zu verwechseln, was ist die Strategie dahinter. Wenn ich bei meiner Arbeit, ich ärgere mich immer irgendwie, mein Laptop geht nicht gescheiter so, das wäre jetzt dann, die Strategie wäre ein neuer Laptop oder ein neuer PC. Das Bedürfnis wäre aber vielleicht Leichtigkeit, Effizienz, ich will schnell arbeiten können. Vielleicht ist es aber auch ein Kollege, der mir helfen kann. Oder vielleicht ist es eine Schulung, die ich brauche, damit ich mich eigentlich besser auskenne. Also das wären alles die Strategien, aber das Bedürfnis, das dahinter steht, ist eigentlich Effizienz. Ich will gut und schnell arbeiten können. Also so. Was auch wichtig ist, dass man auch merkt, sind die Bedürfnisse, ist das jetzt wirklich das? Also noch einmal so, geht es mir jetzt wirklich um das? Weil nur wenn ich wirklich mit dem Bedürfnis weiß, um was es mir geht, dann kann ich das dem anderen auch vermitteln. Wenn ich sage, ja, es geht mir um Klarheit, dann ist das, denkt sich der andere, ja, okay. Wenn ich sage, ey, mir ist es wirklich wichtig, ich will wissen, ich will mich auskennen, mir geht es um Klarheit. Also da geht es oft um das, wie man es auch noch einmal formulieren kann, wenn man dahinter steht. Und darum auch die Bedürfnisse wollen gehört werden, also dass die andere auch hört. Die wollen verstanden werden, also dass das beim anderen auch ankommt und die wollen auch ernst genommen werden. Wenn ich sage, ich will, dass du pünktlich kommst, weil du warst jede Woche schon irgendwie jeden Abend erst um 10 da, ich will, dass du pünktlich kommst, dann geht es mir eigentlich wahrscheinlich um Verlässlichkeit, dass ich mich auskenne, wann kommt der andere nach Hause oder wir haben was ausgemacht. Vielleicht auch Pünktlichkeit, natürlich, aber es kann genauso gut Verlässlichkeit sein. Genau, und damit wären wir dann eigentlich schon beim vierten Bereich, und zwar, wenn ich mir so, statt dass ich sage, was man kann, weil sie machen sowieso nur das, was sie wollen, dann könnte ich sagen, okay, ich habe, wenn man das anders formulieren würde, ich habe ihnen dreimal einen Vorschlag geschickt und jetzt bin ich wirklich schon verärgert, weil ich will gern mitbestimmen, ich will auch meinen Beitrag leisten. Und wenn ich das so stehen lasse, dann kennt sich der andere noch nicht aus. Naja, ich will einen Beitrag leisten, was heißt das jetzt? Was mache ich jetzt damit? Aber wenn dann die konkrete Bitte noch von ihm kommt, können wir uns noch einmal gemeinsam hinsetzen und das durchdiskutieren zum Beispiel. Dann kennt sich der andere auch aus. Also nur das Bedürfnis irgendwie zu formulieren ist zu wenig, sondern auch noch zu sagen, okay, was will ich denn jetzt damit? Also was ist jetzt wirklich meine Bitte? Und aussichtsreiche Bitten, die sind positiv formuliert. Also dass man weiß, was man tun soll und nicht, was man nicht tun soll. Die sind realistisch. Also ich möchte, dass du mich ernst nimmst. Wäre jetzt kein so gutes Beispiel, weil da weiß ich immer noch nicht, wie geben das jetzt ernst nehmen. Also das wäre jetzt nicht sehr konkret, weil das letzte war jetzt noch ganz konkret formuliert. Oder ich möchte, dass du Spaß an der Arbeit hast.
ist jetzt auch nicht so wirklich konkret. Und das ist schwierig, weil wie soll man das jetzt umsetzen? Weil es soll auch eine Bitte soll auch jetzt möglich sein. Also nicht jetzt in 3 Wochen oder in 2 Jahren oder in einem absehbaren Zeitraum. Also morgen zum Beispiel wäre noch in einem Rahmen, wo ich sagen kann, ja, okay, das mache ich. Und was auch wichtig ist, wenn man eine Bitte formuliert hat, damit es eine wirkliche Bitte ist, muss man auch ein Nein akzeptieren können. Weil wenn ich zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter zum Beispiel sage, kannst du bitte den Müll raustragen? Nur weil Bitte im Satz ist, heißt das noch nicht, dass es auch so gemeint ist. Weil wenn der jetzt sagt, nein, mache ich nicht, denke ich mir so, doch, du machst das jetzt. Also da sind wir dann schon drinnen und da sind wir schon nicht mehr in einer wertschätzenden, verbindenden Kommunikation. Sondern wenn ich sage, hey, kannst du bitte den Müll raustragen? Und er sagt, nein, kann ich nicht. Sage ich, naja, kannst du es vielleicht später machen? Ja, ich lese das Buch noch fertig. Ist für mich total okay, das muss nicht jetzt erledigt sein. Aber wir haben es geklärt, er will das Buch noch fertig lesen, er will noch eine halbe Stunde Ruhe haben und dann macht das. Ja? Also ich, das ist dieses nicht Gegenangriff, Angriff, Verteidigung, sondern das gemeinsam rauszufinden. Und das kann ich nur, wenn ich offen bin, ein Nein zu hören. Wenn ich von vornherein schon sage, nein, der muss das jetzt machen oder sie muss das jetzt machen, dann bin ich nicht offen für ein Nein. Und dann ist es keine aussichtsreiche Bitte. Und nur weil Bitte in einer Bitte steckt, ist es noch keine echte Bitte, die ich auch so meine. Also im Sinne von gewaltfreier Kommunikation. Es gibt, also man kann unterscheiden in 3 Arten von Bitten. Das eine sind die Handlungsbitten. Wenn ich wirklich sage, kannst du bitte den Müll raustragen, ist klar, was zu tun ist im Prinzip. Dann gibt es auch sowas wie Beziehungsbitten. Wie ich das Beispiel gehabt habe, sie machen sowieso nie das, was sie wollen. Dann zu fragen, hinten nach noch zu fragen, können Sie mir sagen, was los war? Oder können Sie mir einen Vorschlag machen? Also Vorschlag wäre schon wieder eine Handlungsbitte, aber können Sie mir sagen, was los war? Wäre dann zum Beispiel eine Handlungsbitte, eine Beziehungsbitte. Und dann gibt es noch die Feedbackbitten. Das ist es eher schwierig oft zu formulieren, dass man dann sagt, wie es einem geht, also wieder mit Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis oder zumindest einem Teil davon, dass man sagt, was ist bei dir angekommen? Um noch einmal zu checken, hat der andere wirklich das verstanden, um was es mir eigentlich geht? Das ist ungewohnt, das zu fragen, auch für die anderen, aber man kann es einmal probieren. Ich meine, das kann passieren. Ich kenne mich aber nicht aus. Kann man noch einmal klären. Also mir geht es eigentlich um Klarheit. Ich möchte eben wissen, ob das angekommen ist, dass mir so um Klarheit geht. Dann sagt er, ja, das habe ich verstanden. Und dann wissen auch beide, was los ist. Und bei den Bitten, ich habe es eh schon gesagt, also eine Unterscheidung zwischen einer Bitte und einer Forderung. Also wenn ich auch ein Nein hören kann, dann ist es eine Bitte. Und das sieht man oft auf den ersten Blick nicht. Also sondern erst, das sieht man nur quasi an der Haltung, mit der die Bitte formuliert wird. Das ist eben die Wahl, Nein zu sagen. Und dann bin ich in dieser Verbindung, die ich vorher gezeigt habe, also das mit dem roten Ball, der hin und her läuft. Ja, wir haben noch einmal die Beispiele. Wenn ich es noch einmal, Sie machen sowieso nie das, was wir wollen. Wenn man es jetzt noch einmal gewaltfrei sich anschauen würde, dann könnte das sein, ja, ich habe Ihnen 3-mal einen Vorschlag geschickt, ich habe keine Antwort bekommen, wäre die Beobachtung. Das Gefühl, ich bin jetzt, vielleicht bin ich auch verunsichert, ich weiß es nicht, also ich kenne mich nicht aus. Und ich brauche Klarheit. Also wie machen wir weiter? Was ist unser nächster Schritt? Das wäre dann die konkrete Bitte. Also können Sie mir sagen, wie wir jetzt weitermachen? Also was haben Sie einen Vorschlag? Sollen wir uns treffen? Also dann weiß der andere, was er tun muss. Ja, Sie wollen sich treffen, natürlich. Also, dann kann ich ganz anders darauf reagieren. Und das Zweite, es ist schon wieder so spät, bin ich dir nicht wichtig? Da könnte man sagen, könnte man anders formulieren, du bist die Woche 3-mal um 10 Uhr nach Hause gekommen. Also ich bin jetzt wirklich verärgert und auch enttäuscht. Um was geht es mir? Vielleicht geht es mir um, weiß ich nicht, Pünktlichkeit, vielleicht auch Unterhaltung, vielleicht will ich nicht alleine zu Hause sein. Wenn ich sage, es geht mir um Unterhaltung, dann könnte ich sagen, ja, oder für mich selber einfach auch schauen und sage, na, vielleicht lade ich mir eine Freundin ein oder so. Und dann wäre ich eigentlich nur bei mir selber. Dann brauche ich vielleicht in dem Fall gar keine Bitte aussprechen. Also dann kann ich es vielleicht mit mir selber auch klären. Da sind wir wieder bei dem vom Ich zum Du, die Empathie und die Selbstempathie. In manchen Situationen, gerade in Konflikten, kann es helfen, wenn ich mir selber einmal zuerst überlege, was brauche ich denn eigentlich oder um was geht es mir denn eigentlich? Und da kann man sich dann wirklich sowas wie, das steht jetzt da auch gleich drauf, wirklich so einen Zettel nehmen
Und dann schreibt man sich diese Aussage auf oder so den Kritikpunkt oder den Konflikt, um was es geht. Einfach auch oben drüber schreiben mit allen, das wird noch oben quasi hinkommen, mit allen Gedanken, die man dazu hat. Ne? Und das, also auch Bewertungen, Beschimpfen, was auch immer, einfach das mal loszuwerden und dann aber ganz konkret zu sagen, okay, was ist meine Beobachtung dazu? Und dann zu sagen, okay, welches und wie fühle ich mich jetzt gerade? Und das einfach auszuprobieren und probieren mal aufzuschreiben, weil dann wird es oft dann auch erst klar, um was geht es mir eigentlich und worum möchte ich die andere Person jetzt bitten? Also da bin ich beim anderen, nein, da bin ich eh bei mir selbst, bei der Selbstklärung. Also ich schaue, um was geht es mir denn? Das ist so eine Methode, die man einfach für sich selber ausprobieren kann, wenn man wirklich einen Konflikt hat mit jemandem, das kann beruflich sein, das kann privat sein, ist egal, einfach sich einmal das aufzuschlüsseln in die verschiedenen Bereiche und dann ist es oft eh schon klarer, was ich eigentlich brauche. Vielleicht brauche ich Unterstützung, kann ich ja fragen, hey, kannst du das morgen erledigen oder kannst du mir sagen, ob das bis Freitag fertig ist? Also ich brauche da einfach eine Zusage, damit ich auch planen kann. Genau, das Ganze kann man in der Empathie auch mit dem anderen machen. Also das kann man genauso wie einen Zettel. Also ich mache es für mich selber und wenn ich es für mich selber geklärt habe, dann kann ich auf den anderen zugehen. Weil wenn ich weiß, ich brauche eigentlich Unterstützung und sage, kannst du mir helfen, dass wir das fertig machen? Dann kann der andere sagen, ja oder nein. Und wenn er sagt, nein, kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich, naja, warum nicht? Hast du keine Zeit? Brauchst du Unterstützung? Oder können wir uns was ausmachen? Und dann kann ich schauen, okay, was ist bei dem eigentlich, was braucht der eigentlich? Vielleicht braucht der Abstand, weil er sich selber erst klar werden will. Also das ist dann auch, und dann kann ich wieder schauen, okay, der braucht Abstand, vielleicht kann ich mir von einem anderen was holen. Also so kann man irgendwie schauen, im Fluss zu bleiben und im Dialog zu bleiben. Ja, damit wären wir schon recht weit. Ich habe noch mal die vier, nein, ich habe noch einen Punkt, und zwar, es gibt so dieses klassisch vier Schritte. Also so wie ich es da jetzt hatte, dass man wirklich sich die Beobachtung überlegt, das Befinden, das Gefühl überlegt, dann das Bedürfnis und dann was kann eine Bitte sein. Das klingt dann oft nicht so wirklich rund. Das klingt dann sehr technisch. Ich habe mir da noch so etwas Formuliertes aufgeschrieben, wie ich es wahrscheinlich selber nicht formulieren würde. Hilft aber manchmal in Konflikten es tatsächlich so zu formulieren. Zum Beispiel, der Beschluss wurde gefasst, ohne vorher mit dir zu reden. Ich frage mich, ob du jetzt wütend bist, weil du auch das Bedürfnis hast, einbezogen zu werden. Möchtest du vielleicht hören, wie es dazu gekommen ist? Das wäre jetzt so, also dass man das dann wirklich so hinbringt in der Situation, das so zu formulieren, ist schwierig. Und da gibt es dann so das Umgangssprachliche eigentlich, dass man sagt zum Beispiel, also ich nehme an, du bist ziemlich sauer, weil du wolltest auch gern. Willst du wissen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist? Und dann bin ich aber in der gleichen Haltung. Also ich bin trotzdem, also ich sehe das, was bei dem anderen los ist, dass der mitbestimmen wollte und kann aber fragen, willst du wissen wirklich, wie es dazu gekommen ist? Und der kann sich entscheiden, ja oder nein. Und der muss sich nicht verteidigen, ich muss mich nicht verteidigen, ich versuche es zu klären. Also das ist so dieses Umgangssprachliche dann. Aber am Anfang so zum Üben ist es ganz gut, wenn man sich wirklich so diese vier Schritte überlegt. Ja, woher ich das habe, einerseits aus Büchern, das für den Vortrag, jetzt habe ich viel aus dem Erfolgsfaktor Menschlichkeit und das ist so die gewaltfreie Kommunikation, das ist so das Standardbuch und sonst einfach aus dem Leben gegriffen und ich habe einige Trainings gemacht und bin jetzt selber auf dem Weg, vielleicht Trainerin zu werden nach gewaltfreier Kommunikation und ja, für mich ist es halt wirklich ein Werkzeug, sich auszudrücken und in Verbindung mit anderen Menschen zu bleiben. Und die vier Schritte sind so der zentrale Punkt, das ist so ein Anfangspunkt. Und da gibt es dann natürlich, es geht dann noch weiter, das war jetzt eigentlich mal so ein erster Überblick. Und es geht eben um die Verbindung zwischen den Menschen und auch das Bewusstsein dahin zu lenken, dass ich die Sachen finde, wo ich sie, also dass ich das dort suche, wo ich sie finden kann, wie das mit der Straßenlaterne am Anfang. Also dass ich nicht da suche, nur weil es da hell ist und einfach, sondern dass ich vielleicht da schaue, wo es nicht so angenehm oder gemütlich ist. Genau. Und es gibt also so einen internationalen Anfangspunkt, ist das CNBC, das Center for Nonviolent Communication. Und es gibt aber auch, wenn man nach gewaltfreier Kommunikation sucht, es gibt Übungsgruppen, es gibt Seminare, es gibt Workshops. Ja, und wenn wer vielleicht jetzt im Anschluss noch irgendein Beispiel hat, das er diskutieren will, dann bin ich gerne noch dazu da. Ja, Dankeschön.